Nach einer intensiven Zwei-Tages-Rallye sind die Bullen gestern etwas aus dem Tritt gekommen und die Frage stellt sich jetzt, naja, ist das nur eine kurze Unterbrechung dieser Rallye oder war diese Rallye eigentlich nur eine kurze Unterbrechung einer Abwärtsbewegung, die übergeordnet viel relevanter ist, denn die Fallhöhe, gerade an der Wall Street, die ist ziemlich gewaltig und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte heute. Diese Rallye basiert auf den Säulen, Deutschland wird Stimulus machen, China wird Stimulus machen, bisher nichts davon bestätigt, alles Gerüchte, alles Pressemeldungen, die von offizieller Seite noch nicht wirklich bestätigt sind. Dann vor allem aber auch Hoffnung auf einen Handelsdeal zwischen den USA und China, auch da gibt es eigentlich eher negative Vorzeichen, gestern wieder eher Misstöne zwischen den USA und China wegen Hongkong, wegen Taiwan, wegen verschiedener durchaus kräftiger Meinungsverschiedenheiten, die man so hat. Und die dritte Säule ist natürlich die Fed, dass man sich sagt, naja, die Fed, die muss ja richtig jetzt aufs Bremspedal treten und die Zinssenkungen reinfahren, die wir uns erhoffen, die wir bereits eingepreist haben. Aber was ist, wenn all das nicht passiert, wenn es keinen Handelsdeal gibt, wenn die Fed nicht so tut, wie ihr geheißen von den Märkten und wenn vor allem dieser Stimulus nicht kommt oder all diese Dinge nicht mehr helfen, weil die Sache aus dem Ruder läuft, möglicherweise die Notenbanken die Kontrolle verloren haben, dann haben wir enormes Potenzial auf der Unterseite, denn es ist doch ein ziemliches Best-Case-Szenario eingepreist in den Märkten. Schauen wir uns mal diese Einpreisung an. Da sehen wir hier zunächst mal die Marktkapitalisierung der US-Märkte im Vergleich zum US-BIP. Und da waren wir im Juli mit auf dem höchsten Stand bei 146%. Wir waren noch nie drüber. Wir sind immer also in dieser Range 145%, 146%. Enden Rallyes normalerweise, zumindest ist das historisch so, und dann geht es nach unten. Wir waren zum Beispiel in der ersten Rezession oder in der letzten Rezession im Gefolge der Finanzkrise sind wir dann gefallen auf 92% des BIPs. Also das ist möglich, dass wir hier ein bisschen weiter runterkommen, weil einfach letztendlich das BIP zur Marktkapitalisierung doch durchaus eine Aussagekraft hat. Und wenn das BIP jetzt nicht so stark wächst, wie erwartet, dann könnte es auch in Sachen Marktkapitalisierung ein bisschen zurückgehen. Wir werden sehen. Technisch ist das Feld jedenfalls bestellt. Wir haben hier zum Beispiel auf der oberen Seite den sogenannten Value Line Geometric Index. Das ist ein Index, der aus etwa 1700 US-Werten besteht, aus verschiedenen Börsen. Und der Witz daran oder das Interessante daran ist, dass alle Aktien gleichgewichtet sind. Also nicht wie sonst im S&P oder auch im Dow Jones, wo eine, gerade im S&P, im Dow Jones ist ja der reine Preis entscheidend, aber im S&P ist die Marktkapitalisierung entscheidend und da ist es so, dass eben eine Amazon ein Vielfaches natürlich wert ist, wie von einem anderen Unternehmen, das irgendwo kreucht und fleucht im S&P 500, wobei da ja schon die 500 größten US-Unternehmen drin sind. Jedenfalls ist dieser Index gleichgewichtet. Das heißt, es ist so ein bisschen rausgemändelt, dass diese wenigen Schwergewichte den Markt nach oben ziehen, wie Amazon, wie Microsoft. Schauen Sie sich mal an, wo wir da sind jetzt bei diesem Index. Da sind wir weit, weit entfernt von irgendwelchen Hochs. Die hatten wir nochmal dann im Herbst 2018 hatten wir Hochs. Schon die letzte Rallye viel weniger Hochs. Hier die Rallye jetzt im Juli deutlich weniger Hochs und aktuell sind wir, naja, ich will nicht sagen auf dem Dezember-Tief, aber es fehlt diesem Markt an Breite. Das sehen wir dann auch etwa hier beim Nasdaq, wo wir eben auch diese Marktbreite nicht haben. Das ist die Advanced Decline Accumulation, also praktisch das Verhältnis von steigenden zu fallenden Aktien. Und das sieht nicht so wirklich gut aus, angesichts der Tatsache, dass wir hier fast noch in Sichtweite des Allzeithochs sind. Also da haben wir durchaus interne Warnzeichen. Wir haben die Situation, dass wir etwa eine Amazon ja haben, die ein parabolischer Chart ist, nach oben unkorrigiert. Hier sehen wir den 5-Tages-Durchschnitt, wie weit diese Aktie sich von diesem 5-Tages-Durchschnitt entfernt hat. Historisch ist es so, dass meistens Aktien dann oder Charts zu ihrem 5-Tages-Durchschnitt irgendwann mal zurückkehren. Also die Fallhöhe ist hier doch gewaltig ähnlich. Es gilt etwa für McDonald's, wenn Sie sich mal den Chart anschauen, oder für Microsoft oder einige, viele andere dieser Tech-Highflyer vor allem. Und dann sehen wir, da ist die Luft und diese Luft würde im S&P bedeuten, hier Chart von Northman Trader Sven Henrik, dass wir möglicherweise hier bis 2100 und ein paar Zerquetschte im S&P fallen könnten, dürften. Und das wäre ein Abschlag von 30%. Das ist eine Menge Holz, aber wir wären dann immer noch praktisch auf den Hochs des Jahres 2016. Also es wäre jetzt eigentlich historisch gar nichts
wirklich bedeutsam. Historisch gesehen sind solche kleinen Einbrüche wie jetzt im Dezember, die sich heftig anfühlen, aber im Grunde sind die ja ganz schnell verpufft. Vielleicht bekommen wir demnächst mal in den nächsten Wochen, nächsten Monaten einen wirklich ernsthafteren Einbruch, weil grundsätzlich etwas in Frage gestellt ist, weil grundsätzlich eben die Dinge nicht so wirklich gut laufen in Sachen globaler Handel, in Sachen globaler Wirtschaft. Da spricht ja eigentlich alles gegen eine, naja, sagen wir mal, starke wirtschaftliche Erholung, auch wenn wir jetzt möglicherweise uns datentechnisch erstmal konsolidieren. Also hier, da ist eine Menge Abschlagspotenzial. Wir sind aus diesem Aufwärtstrendkanal, der seit Ende 2018 besteht, eben nach dem Abverkauf im Dezember, sind wir jetzt erstmal rausgefallen, haben versucht, wieder in diesen Kanal einzutauchen, sind daran gescheitert, gestern jetzt erstmal diese Schwäche. Wie geht's weiter? Das wird die wichtige, entscheidende Frage. Vielleicht noch, weil sonst eigentlich nicht viel passiert ist. Bei Donald Trump passiert immer was. Der bringt jetzt ins Gespräch, dass man Kapitalsteuern senken könnte und dass man die Einkommenssteuer senken könnte. Aber von Rezession, nein, nein, da will er nichts wissen. Dieses Wort sei völlig unangebracht. Also man sieht schon da bei der Trump-Administration, da ist vielleicht ein Unterschied zwischen Rhetorik und dem, was man wirklich denkt. Die Rhetorik sagt ja, beste aller Wirtschaften. Warum will man dann so eine krasse Zinssenkung eigentlich haben? Auf der anderen Seite überlegt man jetzt, die Steuern runterzunehmen und damit das Defizit noch weiter zu erhöhen. Schauen Sie sich mal diese Grafik an. Hier sehen wir die Arbeitslosenquote in den USA, dunkler Chart, und hier sehen wir die Verschuldung in den USA. Und es klaffte noch nie so weit auseinander, dass eigentlich ja die Wirtschaft ganz gut läuft, aber die Verschuldung dennoch so parabolisch ansteigt. Was will man jetzt tun, wenn die Arbeitslosigkeit weiter steigt und dann kann man nur noch die Verschuldung noch weiter rauffahren? Also das ist eine schwierige Situation. Diese Lücke ist so groß wie noch nie in der Geschichte der USA, parabolisch auch der Anstieg der Schulden in den USA. Was haben wir heute auf der Agenda? Achso, hier vielleicht noch kurze Anmerkung. Trump hatte ja mit dem Gedanken gespielt, Grönland zu kaufen von Dänemark. Nun hat Dänemark gesagt, nee, lass mal stecken, Donald, da haben wir kein Interesse dran. Jetzt hat Donald Trump kurzfristig den Besuch, den er eigentlich machen wollte, in Dänemark abgesagt und gesagt, ja, können wir ja später nachholen. Er hatte in einem Anfall von Humor, der bei ihm gewiss nicht allzu häufig vorkommt, hier ja einen Tweet abgesetzt, wo er gesagt hat, ich verspreche, dass ich das nicht tun werde, nämlich einen Trump Tower in Grönland zu bauen. Das nur am Rande. Schauen wir uns die Termine an, die heute auf der Agenda stehen. Da haben wir die Verkäufe bestehender Häuser, 16 Uhr Lagerbestände, 16:30 Uhr, aber, und das ist natürlich das Wichtigste heute, das FOMC-Protokoll. Es ist viel passiert seit der letzten FED-Sitzung. Dennoch, die letzten Aussagen der FED deuten darauf hin, dass man die Markterwartungen nicht wirklich erfüllen kann, will, wird. Das wird sich zeigen. Darin besteht kurzfristig das größte Risiko für die Märkte. Schauen wir uns die Charts an. Wie ist die Lage? Hups, die Charts entfallen sonst von Capital.com. Jetzt ist mir das entfleucht. Dann gucken wir einfach nochmal auf die Dinge, wie sie sich darstellen. Wir hatten die Termine gesehen, also es wird wichtig sein, was die FED jetzt sagen wird. Entscheidend ist eben jetzt, ob das Signal kommt von Jerome Powell, ob er sagen wird, naja, die Dinge haben sich verschlechtert, etwas verschlechtert, oder da wird man sozusagen genau auf die Wortwahl achten. Jetzt ist das Problem einfach, dass morgen ja diese Konferenz in Jackson Hole beginnt, aber eigentlich ist das gar nicht für die Öffentlichkeit gedacht. Das ist so ein internes Notenbankertreffen, wo nicht mal Kameras normalerweise zugelassen sind. Das heißt, wir kriegen dann vielleicht irgendwelche schriftlichen Aussagen zunächst mal, da wird irgendwas veröffentlicht. Aber das ist natürlich ein bisschen indirekt alles. Das ist nicht wie eine Pressekonferenz, die Jerome Powell dann nach einer FED-Sitzung hält, wo er sich dann erklären kann. Das alles ist nicht der Fall. Er muss also schriftlich jetzt praktisch gucken, wie er die Kuh vom Eis kriegt. Und das ist eine Gratwanderung, die kaum gelingen kann. Jedenfalls sehe ich darin ein großes Risiko für die Märkte, dass man da bestimmte Bepreisungen möglicherweise nochmal überdenken muss. Ansonsten, ja, wir haben leichte positive Vorgaben aus Asien, minimal S&P 500 bei 2905. Wir hatten gestern ja, wie gesagt, nochmal etwas Druck auf der Abwärtsseite, eigentlich nachrichtenlos. Die Anleiherenditen sind gefallen. Wenn Anleiherenditen fallen, dann fallen die Aktienmärkte und umgekehrt. Vielleicht ist das die Geschichte. Jedenfalls die Fallhöhe bei den US-Indizes, ich hatte es vorhin angedeutet, die ist immens, wenn all diese Erwartungen nicht eintreten. Wenn diese Erwartungen eintreten, sehen wir neue Allzeithoch. Simple as it is, meine Damen und Herren. Ich wünsche einen wunderbaren Start in diesen herrlichen Mittwoch. Servus und ciao.